Durch den schrecklichen Mord an einem Polizisten sind in der letzten Woche die sogenannten Reichsbürger in den Fokus gerückt. Und das Ganze zu erklären, ist wirklich schwierig. Da kann es passieren, dass selbst ausgewiesene Experten, sagen wir mal, sich vergaloppieren im Wald der Metaphern. Wenn es jetzt in Bayern knallt, dann ist das, wenn Sie so wollen, der Gipfel eines Eisbergs, der lange im Kühlschrank verschiedener Untätigkeiten gezüchtet worden ist. Keine Ahnung, was er sagen will, aber ich habe das Gefühl, er hat recht. Es hieß ja lange, Reichsbürger seien bloß Spinner. Jetzt fragen sich viele, sind es nicht doch gewalttätige Rechtsradikale? Vielleicht können wir uns ja einigen auf gewalttätige rechtsradikale Spinner. Ich meine, Reichsbürger... Es sind auf jeden Fall Leute, die sagen, dass es die Bundesrepublik Deutschland als Staat gar nicht gibt, sondern dass das Deutsche Reich juristisch fortbesteht. Also falls Sie Spaß an sowas haben, empfehle ich Ihnen das Reichsbürger-Puzzle nach dem Motto, puzzle dir dein eigenes Weltbild zusammen. Natürlich in den Grenzen von 1937. Also Reichsbürger leben in den Grenzen von 1937 nach Christus, geografisch. Intellektuell in den Grenzen von 20.000 vor Christus. Reichsbürger gehen auch davon aus, dass die Bundesrepublik eben kein Staat ist. Und viele behaupten, die Bundesrepublik wäre eine Firma. Und wir sind dann in dieser Firma nur das Personal. Und das ist ja auch völlig klar, warum. Weil wir nämlich einen Personalausweis haben. Natürlich, ist ja ganz logisch. Wir haben einen Personalausweis, dadurch sind wir Personal. So ist ja auch jeder, der eine Kreditkarte besitzt, ein Kredit. Und wer einen Büchereiausweis hat, ist eine Bücherei. Das weiß doch, ist doch völlig logisch, liebe Leute. Also, ja. Einer dieser Reichsbürger ist Adrian Ursache, ehemaliger Mr. Germany, obwohl müsste es nicht heißen Mr. BRD GmbH, egal jetzt mal. Er nennt sich selbst König von Ur. Und einem König haben Polizisten der Bundesrepublik Deutschland natürlich überhaupt nichts zu sagen. Dieser Herr hat sich schon Schusswechsel mit der Polizei geliefert, er hat Polizisten verletzt, er wurde selbst auch verletzt. Hier ein selbstgedrehtes Handyvideo von Reichsbürger Adrian Ursache. Sind Sie hier im Grundgesetz der genehmigten Fassung für die Bundesrepublik Deutschland, ja oder nein, von 1949? Ansonsten haben Sie und dieser Mann hier gerade eben und alle Maskierten hier sich zu Terroristen erklärt. Und das werde ich auch der Genfer Konvention genauso mitteilen. Ja, unbedingt der Genfer Konvention mitteilen, finde ich auch wichtig. Vorher noch mit der Magna Carta sprechen vielleicht. Und ja, es ist... Achso, vielleicht natürlich auch mit dem Bill of Rights. Das wäre vielleicht auch noch gut, bevor ich es vergesse.